Hallo und willkommen zum letzten Teil, letzten größeren inhaltlichen Teil unserer Diskussion im Kapitel Gruppenkommunikation. Wir haben bis jetzt ja die ganzen bisherigen Videos in diesem Kapitel unter der Annahme geführt, dass sich die Gruppenmitgliedschaft nicht ändert. Es kommt kein Knoten hinzu, es fällt niemand aus und so weiter. Das ist natürlich unrealistisch. Deswegen müssen wir uns jetzt hier noch unterhalten, was passiert, wenn sich die Gruppenmitgliedschaft ändert. Das machen wir in zwei Teilen. Wir überlegen uns zunächst einmal, welche Fälle wir bedenken müssen, was dabei passiert, wie wir damit umgehen. Wir führen den Begriff des Views ein. Und im zweiten Teil dieser Diskussion haben wir dann noch die Idee, Views als eine bestimmte Art von Synchronisationsnachrichten aufzufassen. Machen wir das Schritt für Schritt. Also natürlich kann sich eine Gruppenmitgliedschaft ändern, natürlich können Knoten ausfallen, wir können Knoten hinzukommen, freiwillig die Gruppe verlassen. Diese Idee, dass sich eine Gruppenmitgliedschaft ändert, heißt, dass die Identität der Gruppe etwas anderes ist als die Liste ihrer Mitglieder. Sonst hätten sie ja einfach eine neue Gruppe etabliert, aber das möchte ich so nicht auffassen. Ich möchte schon sagen, es gibt eine Gruppe, die hat ihre eigene Identität und zu der können sie Knoten teilnehmen oder auch wieder verlassen. Also brauche ich eine explizite Information oder die explizite Repräsentation dieser Mitglieder einer Gruppe. Das ist die Vorstellung eines Views. Ein View ist das Wissen eines einzelnen Mitgliedes der Gruppe über die Gruppenmitgliedschaft. Wer ist ebenfalls im Moment ein lebendiger Teil dieser Gruppe? Das ist einerseits eine lokale Eigenschaft, ein lokales Wissen eines einzelnen Knoten. Sie können ein View natürlich auch jetzt wieder in eine Nachricht hinzufügen, als explizite Aufzählung oder als Hash oder ähnliches, mit dem Sinne, dass der Sender denkt, dass diese Nachricht an folgende Gruppenmitglieder zugestellt werden sollte. Damit haben die anderen Mitglieder wieder die Informationen darüber, welche Knoten der Sender dieser Nachricht für lebendig hält, an welche sie zugestellt werden soll und können gegebenenfalls, wenn sie selbst schon von ausgefallenen oder neuen Knoten erfahren, Aktionen einleiten. Es ist natürlich so, dass der Ausfall der komplizierte Fall ist. Ein hinzugekommener Knoten, den können Sie mit integrieren, den können Sie mit fehlenden Nachrichten versorgen. Ein Knoten, der ankündigt, dass er die Gruppe verlassen will, das ist auch einfach zu handhaben. Der überraschende Ausfall ist natürlich der schwierige Punkt. So, was können wir jetzt mit diesen Gruppen machen? Was passiert hier? Sie können natürlich erstmal eine Gruppe erzeugen. Wenn es sie noch nicht gibt, treten Sie dieser Gruppe in der Regel dann auch direkt bei. Sie können einer existierenden Gruppe beitreten, Sie können sie verlassen. Sie können eine Gruppe nach ihrem momentanen View fragen. Was ist die aktuellste Information über die Gruppenmitgliedschaft? Und vielleicht haben Sie ja auch auf der Grundlage eines lokalen Failure-Detectors die Möglichkeit, einen Ihrer Kollegen zu verdächtigen, dass er möglicherweise ausgefallen ist oder nicht mehr an der Gruppe teilnimmt. Sie können eine Suspicion äußern, eine Verdächtigung äußern. Wenn sich diese Verdächtigung nicht ausräumen lässt, dann wird es dazu führen, dass ein neuer View erstellt wird. Es gibt eine neue Sicht auf die Gruppenmitgliedschaft. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben hier wieder Knoten A, B, C, die zunächst mal hier initial in dieser Gruppe sind. Wir haben einen Knoten D, der dieser Gruppe beitritt, sodass wir diese Informationen an alle Gruppenmitglieder A, B und C und natürlich auch D selbst verteilen müssen. Hier fällt B aus, was dazu führt, dass wir den neuen View A, C, D wiederum an alle Mitglieder verteilen müssen. Okay, so, das ist so das Spielfeld. Worüber müssen wir uns jetzt Gedanken machen? Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir diese Informationen über diese Views, diese Änderungen des Views an unsere Gruppenmitglieder verteilen. Naja, es bietet sich an, das als eine Multicast-Nachricht zu schicken, nicht? Aber das ist eine Gruppenmanagement-Multicast-Nachricht. Das ist ja keine normale Daten-Multicast-Nachricht sozusagen. Das hat ja nichts mit der Anwendung zu tun. In welcher Beziehung stehen diese Management-Multicasts zu den normalen Nachrichten? Wird die ganz normal behandelt oder hat die doch eine gewisse Sonderrolle? Diese Sonderrolle ist diese View-Synchronität, die wir dann im zweiten Teil dieses Videos hier machen.
Müssen wir irgendetwas an den Ordnungssemantiken, an den Garantien, die wir für normale Nachrichten geben können, wenn wir mit View-Änderungen arbeiten, müssen wir da an die Formulierung nochmal ran? Ja, müssen wir. Gerade wenn ein Ausfall mit im Spiel ist, können Sie nicht die gleichen Versprechen abgeben wie ohne Ausfall. Ja, und eigentlich müssten wir uns noch über Protokolländerungen unterhalten. Das wird dann aber eine sehr umfangreiche Diskussion. Das lassen wir hier eher mal zur Seite und lassen das eher ruhen. Also, machen wir vielleicht die Versprechen, die wir geben können, zunächst. Eigentlich war ja das grundlegende Versprechen, mit dem wir angefangen haben, dass das Reliable Multicasts, eine Nachricht wird an alle Gruppenmitglieder ausgeliefert. Oder vielleicht an keine. Aber eigentlich an alle. Wenn nicht an alle, dann an keinen. Das war die Idee. Aber was passiert, wenn wir hier ausfallende Knoten haben? Naja, was gibt es denn für Fälle? Ein Empfänger kann ausfallen vor oder nach dem Delivery an die Applikation. Das Receive, vor oder nach dem Receive, ist unspannend. Wichtig ist das Delivery an die Applikation, weil die Applikation ja irgendetwas tun mag damit. Ein Sender kann ausfallen. Hier ist das Origination uninteressant. Hier ist es wichtig, ob die Nachricht transmitted wurde. Denn dann ist sie ja möglicherweise bei einigen schon angekommen, vielleicht nicht bei allen. Also der Sender fällt aus, nachdem er die Nachricht an alle in der Gruppe übertragen hat. Dann ist es wieder fast egal. Oder er fällt aus, bevor er an alle, aber nachdem er an manche übertragen hat. Also diese Nachricht ist schon an manche geschickt worden, aber noch nicht an alle. Das ist dieses Problem bei Replicated Unicasts. Sie fallen aus, nachdem sie schon ein paar Übertragungen gemacht haben. Bei nicht verlässlichem unterliegendem Multicast passiert natürlich auch das Gleiche. Naja, was ist denn da problematisch? Problematisch ist doch ein Fall, bei dem wir sagen würden, okay, ich habe eine Nachricht empfangen. Ich habe sie ausgeliefert an meine Anwendung und dann falle ich aus. Meine Anwendung hat vielleicht schon was Schlimmes damit getan. Sie hat vielleicht irgendwelche Ventile geöffnet, irgendwelche Landeklappen gesetzt, ich weiß es nicht. Sie hat etwas schon damit getan, kann aber diese Nachricht jetzt gegebenenfalls nicht mehr an weitere Gruppenmitglieder verteilen. Stellen Sie sich den folgenden Fall vor. Sender sendet an Empfänger, fällt selbst aus. Empfänger gibt es an seine Anwendung, ist der Einzige, der das empfangen hat, gibt es an die Anwendung. Die Anwendung macht irgendetwas, was nicht rückgängig gemacht werden kann, und dann fällt dieser Knoten aus. Damit haben wir etwas, was wir überhaupt nicht wollen. Damit haben Sie den Fall, dass Sender ist ausgefallen, Nachricht wurde nur an einen Knoten übertragen, der Knoten hat mit der Nachricht schon irgendetwas auf Anwendungsniveau gemacht, was sie nicht rückgängig machen lässt, und die Nachricht ist verschwunden, weil alle Knoten, die die Nachricht besitzen, ausgefallen sind. Das sollten wir vermeiden. Wie vermeiden wir das? Holdback ist wieder die wesentliche Strategie. Wir müssen mit dem Delivery warten, insbesondere wenn solche Ausfälle eintreten können. Also, das, was wir eigentlich mal als Anforderung gestellt haben, wenn ein Knoten delivered, dann müssen alle anderen auch delivern, das ist in dieser Härte der Formulierung nicht durchzuhalten. Es könnte ja sein, dass selbst die anderen auch ausfallen. Ich kann das nicht fordern. Das ist jetzt ein spiegelbildlicher Fall zu dem, den ich gerade beschrieben hatte, aber es passiert auch nicht. Sie delivern und denken, okay, meine anderen Kollegen werden das ja auch delivern, weil ich es delivere. Dann darf ich ja das Ventil auf der linken Seite aufmachen, dann wird mein Kollege das Ventil auf der rechten Seite ja auch aufmachen. Nein, können Sie nicht von ausgehen, das wissen Sie nicht. Also, wir müssen das Versprechensniveau senken. Das ist schade, aber es ist so. Wir müssen das Versprechensniveau senken. Wenn ein Prozess delivered hat, dann können Sie nicht sich darauf verlassen, dass alle anderen Prozesse auch delivern und der Anwendung es zum Übergeben. Sie können nur sagen, dass alle anderen korrekten Prozesse ebenfalls delivern. Sprich, wir müssen die Forderung an den Reliable Multicast, die wir einmal formal aufgeschrieben hatten, umschreiben für den Fehlerfall. Und dann sind wir in der Formulierung für den sogenannten Terminating Reliable Multicast.
Ein Multicast, der verlässlich ist und terminiert selbst im Fehlerfall. TRM, Terminating Reliable Multicast, ist hier das übliche Schlagwort. Manche der Formulierungen sind wieder naheliegend angepasst. Also Validity zum Beispiel. Wenn ein korrekter Prozess eine Nachricht lossendet, dann muss er sie auch irgendwann delivern. Können Sie das von einem ausfallenden Prozess erwarten? Nein, das können Sie nicht erwarten. Sie können sie lossenden, abstürzen, bevor Sie sie an Ihre Anwendung wieder zurück ausgeliefert haben. Agreement. Wenn irgendein Prozess eine Nachricht delivert, vielleicht sogar ein nicht korrekter, vielleicht sogar ein ausfallender Prozess, könnte ja ein Deliver machen. Dann müssen aber alle korrekten Prozesse schließlich irgendwann einmal diese Nachricht ebenfalls delivern. Okay, das ist schon gar nicht so leicht. Das ist wieder die Idee, Sie müssen das Delivern so lange nach hinten verzögern, sodass Sie, selbst wenn Sie ausfallen würden nach dem Delivern, genügend Informationen in der Gruppe sich verbreitet hat, dass das Deliver sichergestellt werden kann. Okay, Integrity ist wieder relativ leicht. Für jede Nachricht M, jeder Prozess darf sie höchstens einmal ausliefern. Das hat jetzt damit zu tun, dass Sie, wenn Sie abstürzen und booten, merken müssen, ob Sie eine Nachricht schon delivered haben oder nicht und nicht vielleicht aus Versehen eine Nachricht aus einem stabilen Hintergrundspeicher holen, denken, oh, die ist ja noch nicht an meine Anwendung gegeben worden, dann machen wir das doch nochmal. Das ist letztlich ein Transaktionsproblem, lokales Transaktionsproblem, das Sie hier lösen müssen. Also, für jede Nachricht M, jeder, korrekt oder inkorrekt, jeder Prozess darf eine Nachricht höchstens einmal ausliefern, selbst wenn er abstürzt und bootet. Und nur dann, wenn es eine Nachricht ist, die schon mal losgesendet wurde. Okay, wir denken uns keine Nachrichten aus. Ja, das ist die Formulierung für Reliable Multicast. Gucken wir es uns noch als Beispiel für totale Ordnung an. Bei totaler Ordnung, naja, auch hier fordere ich Validity. Wenn ein korrekter Prozess eine Nachricht ausliefert, eine Nachricht sendet, dann muss er sie auch irgendwann abliefern. Nach einem Transmit muss ein Deliver folgen, wenn ich ein korrekter Prozess bin. Uniform Agreement, genau wie oben, egal ob korrekt oder inkorrekt, eine Nachricht M ausliefern, dann müssen alle korrekten Prozesse, hier hätte eher das korrekt rot sein sollen, alle korrekten Prozesse die Nachricht schließlich ausliefern. Okay? Brauchen wir noch Integrity, genau wie oben. Keine Änderung. Und Uniform Total Order ist dann noch der spannende Punkt. Auch hier müssen wir fordern, dass das alle Prozesse, wenn sie es denn ausliefern, richtig ausliefern sollen. Es ist, anders formuliert, keine Entschuldigung, die Nachrichten in der falschen Reihenfolge auszuliefern und danach abzustürzen. Der Tod ist hier keine Entschuldigung für eine fehlerhafte Reihenfolge. Okay? Das sind so die typischen Formulierungen, die Sie machen müssen. Und wie gesagt, der Protokollentwurf ist dann im Zweifelsfall spürbar komplizierter, als das im fehlerfreien Fall korrekt wäre. Das würden wir uns in der Mastervorlesung genauer angucken müssen. Ich glaube, hier lassen wir das soweit mal gut sein. Ich möchte noch auf diese Idee der Views eingehen. Das ist eigentlich ein sehr nützliches Konzept, all dieweil Sie dadurch als Teilnehmer in einer Gruppe eine konsistente Sicht haben können, wer hat denn eine Nachricht jetzt eigentlich bekommen? Also, was ist der Bezug von normalen Datennachrichten gegenüber solchen Views? Wie gesagt, nochmal, der View ist die Information darüber, welche Prozesse gerade aktive, lebendige Mitglieder der Gruppe sind, wenn eine bestimmte Nachricht gesendet wurde. Ein View ist in der Regel auf eine Nachricht bezogen oder meine momentane Sicht der Dinge. Interessant ist, wenn es auf eine Nachricht bezogen ist. Weil wir sagen können, diese Nachricht M17 wurde in einem View abgesendet, die folgende Mitglieder enthält. Also sollten, weil wir ja typischerweise sowas wie Terminating Reliable Multicast fordern, also sollten diese Knoten die Nachricht auch bekommen haben. Oder ich will zumindest wissen, dass da was schiefgegangen ist. Okay, das ist die Idee dabei. Das heißt, wenn das sich ändert, weil ja jemand stirbt, während ich M17 noch ausliefere, dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich mit dieser Nachricht umgehe, deren Mitgliedschaft, deren Absendemitgliedschaft eine andere ist als die tatsächliche Mitgliedschaft. Diese beiden ändernden Mitgliedschaften, diese unterschiedlichen Mitgliedschaften, Gruppenmitgliedschaften, die muss ich zueinander in Bezug setzen.
Wenn sich nichts ändert, ist natürlich einfach. Okay, also was wäre denn plausibel? Plausibel wäre zum Beispiel sowas. Plausibel wäre zu sagen, na gut, ich schicke hier in einem View, der aus den Teilnehmern ABC besteht, schicke ich eine Nachricht los, aber dann stirbt der Sender. Dann stirbt der Sender, bevor diese Nachricht irgendwo eintrifft. Das ist okay, ne? Das war dieses ganz oder gar nicht. Ne? Sie ist nirgends eingetroffen, aber das möchte ich doch wenigstens wissen. Also ich möchte wenigstens durch einen Fehlerdetektor auf B oder C darüber informiert werden, dass es Knoten A nicht mehr gibt. Und dann werden wir einen neuen View unter den anderen verbleibenden Gruppenmitgliedern verbreiten. Warum ist diese ganz oder gar nicht, denke, plausibel? Naja, das ist ja äquivalent dazu, nicht unterscheidbar durch B oder C, dass Knoten A, kurz bevor er losgesendet hat, abgestürzt ist. Kommt ja aufs Gleiche raus. Okay, also sowas ist plausibel. Ebenfalls plausibel und vielleicht sogar ein bisschen schöner und wünschenswerter wäre zu sagen, okay, A sendet diese Nachricht los und sie wird bei allen anderen Teilnehmern dieses Views noch ausgesendet, vielleicht nur nicht bei A. A stirbt dazwischen, das weiß ich nicht. Das weiß ich von außen nicht, ob der jetzt gestorben ist, kurz bevor oder kurz danach er das Deliver an seine eigene Anwendung gemacht hat. Also hier ist Unsicherheit. Hier würden Knoten B und C unsicher sein darüber, was A mit seiner eigenen Nachricht noch getan hat. Aber durch Fehlerdetektor und so weiter einerseits wissen wir, es gibt einen neuen View und wir wissen, dass alle die Knoten, die in diesem neuen View enthalten sind, in B und C und in dem alten View enthalten waren, also die Schnittmenge dieser beiden Views, diese Knoten müssen alle diese Nachricht bekommen haben. Ganz oder gar nicht. Mit der Unsicherheit über den Sender. Der könnte noch ausgeliefert, der könnte dann schon davor oder danach gestorben sein, das weiß ich nicht. Aber das hier, dieses Ausliefern oder den restlichen Knoten, das müssen im Zweifelsfall die Knoten untereinander aushandeln. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass der Sender dieser Nachricht mir hilft, der könnte schon tot sein. Also, ich muss meine Fehlertoleranz, Übertragungswiederholungsmechanismen etc. muss ich anders strukturieren, als wenn ich mich auf einen nicht ausfallenden Sender verlassen könnte. Denken Sie an zum Beispiel das Token-Rotationsprotokoll, das wir uns für atomare Ordnung ausgedacht haben. Das ist eine typische Idee, um ein Protokoll auszuweiten oder zu verallgemeinern und dort noch entsprechende Fehlertoleranz zu unterstützen. In so einen Token können Sie sehr schön reinschreiben, Nachricht 17 von Knoten A ist empfangen worden von B, aber noch nicht von C. Und übrigens Knoten A, der Sender von Nachricht 17, ist tot. Also wäre es vielleicht eine schlaue Idee, wenn B diese Nachricht nochmal überträgt. Wäre ein typischer Ansatz, um über sowas nachzudenken. Ja, also nochmal hier zusammengefasst. Wir fordern, dass alle Knoten, die im Schnitt des alten und des neuen Views enthalten sind, diese Nachricht ausliefern und dass es diesen neuen View überhaupt gibt, in der der ausgefallene Knoten nicht mehr enthalten ist. Okay? Beide diese Folgen, beides Verhalten, das hier und das hier, würde ich für völlig plausibel halten. Was sollte denn vielleicht nicht passieren? Was würden wir denn vielleicht eher verbieten wollen? Eher verbieten wollen würde ich zum Beispiel sowas. Sie haben wieder eine Knoten ABC, A schickt eine Nachricht los, stirbt. Unser Failure-Detector auf B und oder C merkt das, erzeugt einen neuen View und danach liefern wir eine Nachricht von A aus. Das ist ja seltsam, nicht? Also hier haben wir uns ja schon darauf geeinigt, dass in unserer Gruppe die Mitglieder B und C sind und jetzt bekommen wir eine Nachricht von A. A haben wir schon längst vergessen, ne? Der ist tot und vergessen. So eine Nachricht von den Toten, eine Nachricht aus dem Totenreich, es ist keine Seance hier, es ist Gruppenkommunikation. Also das würde ich vielleicht eher verbieten wollen. Nicht? Das fände ich seltsam aus Applikationsperspektive, hier zu behaupten, guck mal, den Knoten gibt es zwar nicht mehr, der ist tot, aber hier ist eine Nachricht von ihm. Okay? Also, sowas würden wir unterdrücken wollen. Und natürlich, das ist sowieso mit das Schlimmste, was Sie machen können. Sie haben View ABC, Nachricht von A wird abgeschickt. A empfängt diese Nachricht von A, B empfängt die Nachricht von A, während B denkt, dass A, B und C lebendig sind.
Die Nachricht an C dauert länger und trifft erst ein, wenn wir schon den neuen View zugestellt haben. Hier würde C ja denken, das ist eine Nachricht von den Toten. Also ich weiß zwar, B und C haben es bekommen, aber was bedeutet das denn jetzt? Also ich krieg's, dann hat's B irgendwie auch gekriegt, aber wusste B da schon, dass es noch lebendig, dass A noch lebendig war oder nicht? Oder völliges Chaos. Also sowas dürfen sie nicht machen. Ne? Die Verwirrung, die hier entsteht zwischen B und C, ist hier kaum zu schlagen. Sie haben deutliche Inkonsistenz, was B und C darüber glauben, wann diese Nachricht wem jeweils wie zugestellt wurde, unter welcher Annahme über die Gruppenmitgliedschaft. Das müssen wir auch verhindern. Sowas darf nicht passieren. Also die Nachricht von den möglicherweise toten Knoten hier. Okay, wie machen wir das? Diese View-Nachricht, diese neue View-Information, das hat eine Schlüsselrolle. Das ist die Kernrolle, dass sie das hier benutzen können, um hier die plausiblen von den nicht plausiblen Fällen zu trennen. Also, wir werden diese View-Änderungen als Multicasts verbreiten, nachdem ein Failure Detector sich entschieden hat, dass das so ist. Und die übliche Idee ist eben zu sagen, naja, ein View kann beitreten, ein View kann selber austreten oder als tot erklärt werden. Also zum Beispiel könnten Sie sowas sagen, der neue View Q geschrieben ist der alte ohne V. Und jetzt müssen wir uns dieses Verhältnis von normaler Nachricht und View-Nachricht angucken. Und eine Möglichkeit, das zu tun und das vorzuschreiben, was da passiert, ist das sogenannte View-Synchronous-Modell. Wir unterscheiden zwischen normalen Nachrichten und View-Änderungen. Die normalen Nachrichten können wir im Prinzip mit beliebigen Multicast-Semantiken und Ordnungssemantiken schicken. Für die Views müssen wir ein bisschen aufpassen. Views werden in totaler Ordnung ausgeliefert. Also alle Prozesse müssen Views in der gleichen Reihenfolge ausliefern. Es darf nicht sein, dass der eine Prozess den View ABC und dann CDF ausliefert und der andere das in irgendeiner anderen Reihenfolge tut. Wir brauchen ein Agreement bezüglich Nachrichtenauslieferung und Views. Das ist kein Agreement bezüglich normaler Nachrichten. Das ist ein Agreement bezüglich, wie sich eine normale Nachricht bezüglich der Views benimmt. Will sagen, wenn Sie einen Prozess P haben, der eine Nachricht M ausliefert, in dem View V gilt oder während View V gilt, und er danach einen ViewV' erzeugt, also dieser Prozess P hier. Es gilt, bei P gilt V, M wird ausgeliefert und dann gilt V'. Dann muss diese Sequenz, es gilt V, M ausliefern, dann V'. Das muss für alle anderen Prozesse geben. Das muss für alle anderen Prozesse gelten. Für alle anderen, naja, für die, die in V und V' sind. Also insbesondere muss in View V M ausgeliefert werden. Was heißt denn das? Wenn Sie im Prozess Q sind, der das nicht kann, wenn Sie M nicht in V ausliefern können, dann dürfen Sie in V' nicht mehr auftauchen. Das heißt für P, wenn er einen Prozess Q sieht, der zwar in V, aber nicht in V' war, kann er sich nicht darauf verlassen, dass Q den ausgeliefert hat. Könnte, aber weiß man nicht. Okay? Das ist die entscheidende Überlegung. Das ist die entscheidende Formulierung, wie Views und normale Nachrichten zueinander in Bezug stehen. Okay, wenn das der Fall ist, machen wir zunächst Validity. Wenn das aber der Fall ist, dass Sie eine Nachricht M bei irgendeinem Prozess Q nicht ausliefern können, weil der tot ist oder sonst was, dann müssen die überlebenden korrekten Prozesse diese Information verbreiten, und das tun sie, indem sie einen neuen View erzeugen, nachdem sie M noch ausgeliefert haben, aber danach diesen neuen View zustellen, in dem Q nicht mehr enthalten ist. Wir verbreiten die Information, dass Q, dass wir es nicht wissen, dass wir nicht wissen, was Q mit M gemacht hat. Vielleicht hat er es ja noch delivered und ist danach abgestürzt. Wir wissen es einfach nicht. Also hier bezüglich dieser Nachrichten gibt es Unsicherheit. Sie haben den View, Sie haben eine Nachricht, Sie haben einen View ohne Prozess Q. Wir wissen nicht ganz genau, wir können auch nicht ganz genau wissen, was M bei Q noch angerichtet hat oder eben nicht. So, und dann brauchen wir noch, naja gut, Integrity ist klar, ne? Nachrichten werden nicht doppelt ausgeliefert. Sehr schön.
Das ist das viewsynchrone Modell. Es hilft vielleicht, sich dieses viewsynchrone Modell etwas anders vorzustellen. Sie können sich das vorstellen, indem Sie sich die Synchronisationsordnung noch dazu vorstellen. Ich führe einen neuen Typ von Multicast-Ordnung ein, die Sync-Order, die folgenden Zweck haben soll. Sie soll den Zweck haben, dass sie eine horizontale Linie in der Zeit, zu einem Zeitpunkt eine horizontale Linie zieht über meine Prozesse hinweg. Mit der folgenden Idee, dass wenn M1 eine solche Synchronisationsordnung ist und M2 irgendwas ist, ist irgendeine Nachricht, die nicht Sync Orders ist, dann fordere ich, dass M1 entweder vor der Auslieferung oder nach der Auslieferung einer solchen Nachricht M2 bei allen Knoten stattfindet. M1 teilt die Zeit in ein Vorher und ein Nachher. M2 ist davor überall oder danach überall. Also M1 ist in diesem Sinne ein Synchronisationspunkt. Typischerweise wäre es, Sync Order leert alle Warteschlangen, leert alle noch ausstehenden Nachrichten, sorgt dafür, dass die alle zugestellt werden, bevor es irgendwie weitergehen kann. Also der Fall, dass Sie alle danach aussenden, ist eigentlich nicht der intendierte Fall. Der intendierte, das ist ein formaler Aspekt, der intendierte Fall ist, Sie haben alle Nachrichten, Sie haben keine Nachrichten mehr unterwegs, dann machen Sie diese Synchronisationspunkt und dann können Sie weitermachen. Der view-synchrone Fall ist, Views sind sync-ordered, Zustellung neuer Gruppenmitglieder. Okay? Mit dann dieser Interpretation, die hier steht, innerhalb einer solchen Epoche, Sync Epoche 1, Sync Epoche 2, Sync Epoche 3, innerhalb einer solchen Epoche können Sie davon ausgehen, dass alle Nachrichten zu im Großen und Ganzen der gleichen Menge an Prozessen, Gruppenmitgliedern gehen, mit der Ausnahme der Prozesse, die nicht in beiden Views enthalten sind. Kann hinzukommen, da wissen Sie es nicht, kann wegfallen, wissen Sie es nicht. Der Schnitt aus dem vorigen und dem neuen View. Diese Knoten haben genau die Nachrichten in dieser Epoche erhalten. Darauf können Sie sich verlassen. Und das ist das Realistischste, was Sie machen können. Und wie gesagt, die Details für die Realisierung davon sind nicht so ganz einfach. Das machen wir mal in einer anderen Vorlesung. Sehr schön. Nichtsdestotrotz, view-synchron gibt Ihnen dann, Erfahrung lehrt, ein vernünftiges Programmiermodell, wie Sie mit Gruppenkommunikation umgehen können. Sie bekommen Ihre Views als Sync-Orders und Sie können Ihre sonstigen Nachrichten versenden, wie es Ihre Applikation eben vorsieht. Gut, damit haben wir diesen Punkt. Wir haben die ändernden Gruppenmitgliedschaften. Damit sind wir fast am Ende dieses Kapitels. Wir machen gleich noch eine separate Zusammenfassung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.